Willkommen zurück zu Spellforce. Beim letzten Mal haben wir einen Baum verärgert, der jetzt rasend nach mir sucht. Ich habe tatsächlich mal spaßeshalber geguckt. Gibt es eine andere Möglichkeit, das hier bewältigen, die ganzen Türme etc.? Aber nein, es ist tatsächlich vorgesehen, dass du halt den Baum da sein Herz klaust. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen. Ich habe in letzter Zeit so viel Fallout gespielt, wo du halt so viele Möglichkeiten hast, es anders zu lösen. Ich hatte eigentlich nicht vor, einen Baum zu verärgern. Aber naja, nun ist es, wie es ist. Ne? So, das heißt, wir werden uns hier ein bisschen durchsterben müssen. Hilft da nichts. Man muss wohl den Baum so einigermaßen hier in das Zeug hier hineinlotsen. Leichter gesagt ist als getan. Das wird mir viele Erfahrungspunkte kosten. Wenn es bis hierhin geht. Okay, das nicht. Ich wollte eigentlich kurz vorher noch einen Quicksave machen, aber weißt du was? Lade ich ganz kurz hier den Speicherstand, den ich jetzt gerade geladen habe. Startmenü. Von hier. Laden. Nee, das ist ja verkehrt. Hab ich keinen normalen Save gemacht? Wäre ärgerlich. Na gut, dann müssen wir halt von hier aus mit den weniger Erfahrungspunkten. Oh ja! Heute ist bei mir der Wurm drin. Das hier hätte ich gerne. Achso, jetzt ist Haut-Safe hier. Habe ich noch einen Quick-Safe hier? Ich wollte nämlich eigentlich eben noch einen Quicksave machen. Und nehmen wir auch den. Ich habe einen Quicksave gemacht. Okay. So, ich mache mal dreifache Geschwindigkeit in der Hoffnung, das haut irgendwie hin. Halt schon wieder so ein Ding von wegen. Der Bereich hier ist größer als er angezeigt wird. Warte. So, Spielladen, ja. Dachte ich halt gerade, ne? Schon müsste ich hier drüben irgendwie hin. Aber nö, ist nicht. Weil das ist so die Krux an der ganzen Geschichte. Den Baum erstmal auf die andere Seite zu kriegen hier, dass er attackiert wird. Und ich nicht. Damit er vielleicht auf die Türme geht. Das ist so etwas schwierig. Warte. Runenkrieger, zu mir! Naja, so nicht. Okay. Weißt du, ich wäre schon tot. Das ist ein Hinterhalt. Ich wäre einfach tot, wäre ich. Standhalten, Männer. Na ja. Vorsicht, Alter, es trifft einfach den Baum nicht, ne? Oh.
Runenkrieger, zu mir! Jetzt. Es hat ihn nicht interessiert. Es hat ihn einfach wirklich nicht interessiert. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Alter, irgendwie dran vorbei. Nee, ne? Ja. War so klar. Das sind so Momente, wo du halt wirklich irgendwie so einen Sprinttrink brauchst oder sowas. Trank mit Geschwindigkeit. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Alter, ist das ätzend. Das ist ein Hinterhalt. Ich könnte natürlich es jetzt so laufen lassen und er vernichtet halt hier einen oder anderen Turm. Aber das ist schon nervig. Ohne Frage, das ist nervig. So, wie war es jetzt hier beseitigt? Zwei Türme, naja, immerhin. Können jetzt auch von der anderen Seite kommen, ne? Dann würde ich halt hier nochmal durchsterben. Dann machen wir es so. Dann würde ich halt auf dem Weg dahin Mr. Baum begegnen. Warten. So, Baum kommt. Irgendwo, da. Machen wir hier einen Quick Save. Vielleicht kann ich ja hier schon ein bisschen rumlaufen. Der greift auf dem Weg hier schon irgendwas an. Zu nah, ne? Da geht's. Gerade so. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Bitte warten. Die Linien müssen halten! Okay, das sieht gut aus. Nein. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Vorsicht, Gegner! Alter! Weißt du, ich wollte schon da extra das halt eine untere Ecke von dem Ding angreifen. Ja, Pustekuchen. Das ist dezent nervig. Ah, nur ganz dezent. Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es halt normalerweise gedacht ist oder so, aber ich find's echt nervig. Weil du kannst ja nicht den Baum vernünftig steuern, du kannst ja nicht irgendwie an den Turm halt vernünftig vorbeigehen, um ihn dann dadurch in die Türme irgendwie reinzulocken oder sowas. Ist ja tatsächlich so, dass du halt eigentlich nicht an den Bäumen, an den Türmen vorbeikommen solltest. Verstehst du, was ich meine?
Das heißt, du kannst nicht einfach hindurchspazieren, um ihn dann irgendwie reinzulotsen. So. Die Linien müssen halten. Okay. Vielleicht reicht das hier. Ja, jetzt hat er hier eine äußere Ecke, weißt du? Ach, das sieht jetzt gerade okay aus. So, jetzt befinde ich mich halt in einer Linie hier zum Baum und Turm. Da sehe ich jetzt nicht so die Probleme drin, weißt du? Halt aber reinzukommen in den. Vorsicht, Spaß hier. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Baum kommt. Nicht vom Feldbaum kommt. Wir werden angegriffen. Ich will es haben. Krieg ich nicht. Standhalten. Sondern dann irgendwie noch die Türme hier beseitigen. Die Linien müssen halten. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Oh. Zu mir. Weißt du, denkst du, bist du langsam raus aus dem Bereich? Nein, so schnell läufst du nicht. Okay, er greift aber den Turm an, das ist gut. So. Er hat alle Türme vernichtet. Lass doch mal schauen. Können wir ihm sein Herz des Waldes auch wieder zurückbringen? Irgendwo war das. Irgendwo war das. War das hier? Wir finden das schon. Bitte warten. Man will ja eigentlich, ne, den Baum ja auch in Ruhe lassen und so und ihn nicht zwingend verärgern. Wo war denn das? Warte. Wir kamen hier runter. Es könnte also hier irgendwo gewesen sein. Ist es aber nicht. Ah, hier. Geh mal dahin. Ich hoffe, ich kann das auch wieder reinlegen. Nicht, dass wir ihn hier verärgern. Und er kommt aus 5000 Maps später dann wieder. Mächtigste Baum der Welt.
Wasser in den Brunnen steht halt grün. Jo, das Herz zurücklegen. Dann sehen wir den Baum. Ihr legt das Herz in das Wasser zurück, das sofort grünlich aufleuchtet. Die Blutesche gibt ein beruhigendes Brummen von sich. Ah, mein Kleinod. Ja, sorry, Baum. Aber wieso läufst du denn jetzt da lang? Den kürzeren Weg zum Kleinod, ja? Kann ich dir nochmal reden? Zu sagen, ne? Sorry, dass ich dir dein Herz weggenommen habe. Aber ich brauchte deine animalischen Kräfte. Ne, geht nicht. Okay. Dann lass mal hier hin. So. Also wieder eine Map, in der wir nichts gebaut haben. Passiert. Ui. Toller Loot. Was gibt's hier Schönes? Aha. Zeug. Zeug für die dunklen Elfen. Heißt, eventuell haben wir jetzt hier das auch soweit komplett, nehme ich an, ja? Okay. Na, lass mal abzischen. Möchten Sie das Portal betreten? Ich weiß ja nicht, aber ja. Dies ist die letzte Schlacht, Meister. Das Zeitportal ist fast vollendet. Folgt mir nach, sobald ihr könnt. In der Vergangenheit, oder sollte ich sagen, in der Zukunft, nützt ihr mir mehr als auf diesem Schlachtfeld. In der Vergangenheit oder Zukunft? Okay. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister! Na, das kann doch was werden. So. Haben wir hier einen Seelenfels? Hier Monument der Orks. Monument der Dunkelelfen. Okay, ich glaube, hier sollte ich jetzt definitiv was aufbauen. Das halt auch heißt, es ist die letzte Schlacht. Vielleicht ist es die letzte Schlacht, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Dann machen wir das mal. So, erstmal hier was. Hier auch was. Und dann mal schauen, was wir hinkriegen. Arbeit. Immer so jetzt. Arbeit. Gut, schon dabei. Ist was. Ich bin knalllos. Was wollt ihr? Lasst uns über Krieg führen. Knalllos. Wir müssen ja dann generell erstmal gucken, wo hier was ist und wie das alles hier funktioniert. Ja, aber erstmal hier Sachen aufbauen. Unser Helden hier einfach auch irgendwo hinstellen. Meister? Ihr wollt jetzt überwiegend Stein, ne? Hier bin ich, Meister. Ja, Meister. Okay. Gut. 5 Stück, die können hier unten dann hier ein Holzfällerlager aufbauen. Irgendwie. Ich bin müde. Interessiert mich nicht. Oder ein komischer Gegner. Das ist einer von mehreren Stellen oder ist hier nur die einzige Stelle? Weil dann lässt sich das ja relativ okay verteidigen. Die Linien müssen halten. Na komm her, den auch. Nicht, dass der gleich auf die Peons geht. Muss nicht sein. Ja. Schon dabei. Hier hinten kommt noch einer.
Eine Höhle, okay. Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Und hier gibt es keine Ruhe, ja? Ich sehe das schon. So, ihr habt nichts zu tun. Kann man ändern. So, wie weit seid ihr hier? Was wollt ihr? Erstmal noch mehr Arbeiter bauen. Hier mehr Arbeiter. Ich sehe schon, meine Runenkraft geht gerade ein bisschen zu Neige, aber... Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen durch. Ja, da unten kommen auch welche, okay. Okay, so, nur ein Drache. Der wird ja nicht, in Auftrag von dem Beppo da ankommen, oder? Ich glaube, der geht nur spazieren. Ein Spazierdrache. So. Ja, ja. Was jetzt? Schon dabei. Ist was. Lasst uns lieber Krieg führen. Okay, die zählen wohl dazu. Sehr schlecht. Das heißt, wir müssen hier zusehen, dass wir hier Türmchen oder sowas gebaut kriegen. Ja. Das Gebäude ist einsatzbereit. Beute für Türmchen. Ach, Lenya. Ja, natürlich. Wer kennt's nicht? Da haut der Ding ist erstmal ab. Okay. Dann lass mal eine Schmiede bauen. Damit wir ja, schon gut. Einheiten bauen können bei Gelegenheit. So, ihr da oben. Wie kann ich dienen? Alles, was ihr wünscht. Meister? Hier bin ich, Meister. Sofort, sofort. So, wir bauen hier erstmal gleich hier so eine... Für Stein abbauen, so ein Steinbruch. Was verlangt ihr? Ich eile, Meister. Hier bin ich, Meister. Sofort, so. Sofort. Ich bin unbedingt schon da. So, Steinbruch. Zack. Habt Geduld, Meister. Ja, nicht nur da rumstehen, auch was machen. So. Was konntet alles, ihr machen? Ihr konntet noch Aria bauen, das ne? Das Gebäude ist fertig. Genau, dafür brauchen wir ein kleines... Ach, Eisen könnt ihr auch, okay. Dann machen wir. Okay. Können wir gleich schon mal ein paar Speerträger vielleicht bauen? Ist was. Was haben, haben wir? Lasst uns lieber Krieg führen. Vorsicht, Gegner! Nee, wir danken. Es war so klar. Wie weit seid ihr denn hier? Elende Lichtbeter. Lasst uns lieber Krieg führen. Einmal Müll, okay, nehme ich mit. So, ihr habt fertig, ich kann später. Jetzt. Ging eben noch nicht. Wohin? Ja, ja. Ich glaube, die zwei werden nicht reichen hier für ihn. Level 19 Drachling. Und gerade kommt hier nichts, dann gehst du mal hier. Unsere Stadt wird angegriffen. Was jetzt? Ja, ja. Das war meine Holzverlöte. War schön, als ich eine hatte. So. Ihr. Alles, was ihr wünscht. Könnt ihr schon Türmchen bauen? Wo waren die denn? Da war ja auch kleines Haupthaus. Ja, okay, dann mach mal kleines Haupthaus. Ich gehorche, Meister. Sofort.
Sarah, hilf! Vorsicht, Gegner! Okay. Dann gleich schon mal ihm hier entgegentreten. Ja. Oh, ihr habt hier fertig. Dann könnt ihr jetzt Türme bauen. Könnt ihr nicht, weil ihr dieses Aria-Zeug noch braucht, verdammt. Aria war doch hier irgendwo. Hier. Braucht er natürlich noch einen Gehilfen. Ja. Okay. Zu den Waffen. Ich habe für den Fall eines Falles. Wo sind die Gegner? Ein paar nette Einheiten. Die ich wohl hier jetzt auch schon brauchen werde. Ach ja. Gehen bestimmt drauf. So wie ich mich kenne, gehen die bestimmt drauf. Das Gebäude ist einsatzbereit. Meister. Das Gebäude ist fertig. So, aber die sammeln jetzt auch schon Aria. Das läuft immerhin. Ich habe hier Blut. Clanbrüder zu mir. Nicht zurückweichen. Okay. Tod den Feinden. Lauft. Also funktioniert jetzt erstmal irgendwie. Das ist gut. So. Müssen wir mal irgendwie zusehen, dass wir irgendwie Nahrung an Land kriegen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt hier haben können für Nahrung. Alles, was ihr wünscht. Die haben alles, was ich wünsche, halt für Nahrung. Okay. Ja, dann bleiben wir bei Schweinezucht. Erstmal. Ist was. Müssen wir erstmal hier unten weiter. Oh. Hm. Okay. Ja gut, okay. Wildschweinzucht. Ja, ja. Arbeit. Immer nur Arbeit. Na los. Und dazu dann ein Nahrungslager, wenn ich ein kleines Haupthaus habe. Dauert noch ein bisschen. Ja, ja, schon gut. Was jetzt? Schon dabei. Verbesserung ist fertiggestellt. Geht das wieder los? Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner! Ja. Haupthaus kann gebaut werden. Was wollt ihr? Na los! Einfach hier so irgendwo mitten im Weg. Immer gut. Was wir mit den Beppos hier anstellen? Ich bin unwürdig. Die haben ja auch inzwischen ein bisschen was an Stein und so. Gut, zur magischen Einheit. Ja, mach mal. Geduld, Meister. Was verlangt ihr? Züchter das für Nahrung? Ja, ist aber Meister. Groß. Hier bin ich, Meister. Na
Eine Schmiede haben wir noch nicht. Mach das mal. Das ist leicht. Was verlangt ihr? Okay, oder was kommt halt erst eine Ecke später. Man kann natürlich hier auch einen tollen Turm hinstellen. Toller Turm, weil der ist toll. Ich weiß noch nicht warum, aber der ist toll. So, und wie das dann hier weitergeht, munter fröhlich, das gucken wir uns dann an in der nächsten Folge. Und Spellforce, bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.